Musikalisch und sportlich war sie die ordentliche Einweihung des neuen Sportkomplexes an der Grundschule Bernhard Schmidt in Mittweida. Dazu hatten Schule und Stadt am Vormittag des 15. Juli eingeladen. In deren Auftrag wurde vom Frühjahr bis in den November 2020 der Sportplatz saniert und der Freizeitbereich für die Grundschule und den Hort neu gestaltet. 630.000 Euro hat die Maßnahme insgesamt gekostet. 440.000 Euro wurden aus dem Programm Schulinvest des Freistaates Sachsen gefördert. Außen vor war die Anschaffung der Spielgeräte. 45.000 Euro gab die Stadt dafür aus. Die Summe ist in der Gesamtinvestition enthalten, wurde aber nicht gefördert. Obendrauf gab es noch einen Satz neuer Bälle vom Oberbürgermeister. Nach dessen Ehrenanstoß wurde auf dem neuen Tartanplatz das EM-Finale England gegen Italien in der Mittweida-Spezialauflage zelebriert. Auch hier gab es eine Spielentscheidung vom Punkt. Das Duell gewannen die Italiener, statt Gold gab es übrigens Eis.